Nachdem wir in der ersten Folge der Trash-Serie Influencer am See bereits die Kandidaten kennengelernt haben, die sind in die Villa eingezogen und es gab auch schon so ein bisschen Stress beim Koffer auspacken, reagieren wir heute auf die zweite Folge von Influencer am See, die nämlich heißt Unfall beim Quadfahren. Ja, wahrscheinlich ist es eh nur wieder irgendeine Pillepalle und irgendjemand wurde ganz kurz nur berührt mit dem Quad, aber wir schauen mal rein. Er und auch Maxima, perfekt, Dankeschnitt, immer noch Lieblingskandidaten. Du nutzt Social Media, aber hast noch keine. Oh ja! Am Abend das Problem mit den Koffern. Mhm. Also mein Mädchen war so, einer hatte seinen Koffer nicht und Maxima oder ein anderes Girl hatte einen Koffer von ihm oder so und packen den dann irgendwie aus. Ich glaube. Ey, das Zimmer ist schon hart geil, ne? Meinst du es da? Ja, also das sind auf jeden Fall meine Sachen. Das da ist deins? Ja, das ist mein Koffer und das ist auch mein Rucksack. Das ist nicht meins. Hä? Wo ist mein schwarzer Koffer? Mit. Mein Koffer war nicht da, aber dafür stand ein anderer da. Ich hatte keine Ahnung, von wem der ist und vor allem, wo mein Koffer sein könnte. Mhm. Vielleicht haben die was vertauscht mit Zimmern und so. Ja. Das kann doch alles kein Zufall sein. Ich war ja, ob das jetzt wirklich Absicht, also. So wisst ihr, was ich meine, als ob das jetzt da genau der Zufall ist. Aber ist es von den Jungs oder so? Also, ich muss bisschen skeptisch. Keinen Kopf machen. Ja, ist alles mein. Ich mach den nicht auf. Mach einfach auf, nein, doch. Du. Gut, also ich würde sagen, wenn du den nicht aufmachst, ist aber egal. Aber fremde ja Koffer aufmachen. Ja, so also das gucken, was da drin ist. Vielleicht können wir dann herausfinden, so von ob dem der Mädel oder der Junge. Ja, ja, okay, wenn kein Namensschild dran ist, dann ergibt das schon Sinn, dass man den aufmacht und mal kurz reinguckt, von wem der sein könnte, aber keine Ahnung. Ey, wenn es mein Koffer wäre oder meiner weg wäre, ich würde ja so ausrasten, ne? Ich wurde auch in den Kommentaren gefragt oder da wurde gesagt, ja, ich soll bei Staffel 4 mitmachen und boah. Also, weiß ich nicht, ob ich da so der Richtige wäre. Gib mir einen Koffer voller Geld. Weiß ich nicht, für 10.000 oder so kann man drüber sprechen. Aber nicht, wenn es gestaged ist. Wenn ich da irgendwie schauspielern soll, bin ich raus. Aber ab 10k kann man drüber reden. Okay, wem gehört das? Ich hätte den, glaube ich, echt lieber zulassen sollen. Naja, wir haben mal nur geschaut, ob da vielleicht irgendein Name draufstehen kann. Ja, oder so, dass genau. Wir herausfinden, wem der Koffer wirklich gehört. Das ist eine Badehose, Bro. Was ist da drin? Ist da was drin? Ja. Ich will da nicht reinpacken, unbedingt. Es ist verdreckt. Ja. Komm ich jetzt? Oh, sorry, aber irgendwie geht das gar nicht. Also, hä? Also, jetzt mal kurz aufmachen und gucken, ob du einen Hinweis darauf haben könntest. Okay, aber, boah, wow, das sind noch Influencer-Kollegen, die dich gerade kennengelernt haben und ihr seid in einer verfickten Villa. Warum geht ihr nicht einfach raus und fragt, von wem der Koffer ist? Hä? Check ich nicht. Es ist echt nicht so lecker. Ich will gar nicht wissen, was da dran sein könnte, weiterhin so. Nicht, dass jetzt jemand anderes deinen Koffer einfach hat. Ja, ist mir. Ist eh nichts Wichtiges drin. Sicher? Ja, ich habe nur Kleidung. Ja. Ich habe alles perfekt gefaltet, weil meine Mama mir beim Bügeln geholfen hat. Und da wollte ich nicht, dass es im Koffer zerknittert. Also das fühle ich aber, ey. Oh mein Gott, Koffer packen immer. Ey, jetzt sind meine Nano-Design schon wieder aus. Ich könnte kotzen. Wir haben einfach mit Tim getauscht, der war bei Tim im Zimmer und Tim war halt bei uns im Zimmer. Ich habe auf jeden Fall darüber nachgedacht, ob mein Koffer auch geöffnet wurde. Ich finde es jetzt nicht so cool, aber ich hatte da jetzt auch nichts Krasses liegen, was ich jetzt mir voll unangenehm. Hä? Aber du findest es selber nicht cool, machst es aber selber? Komm, vielleicht denke ich auch schon wieder viel zu schlau hier für diese Serie. Wer muss denn bei euch im Gästebett schlafen? Schnick, sehr gut, gute Möglichkeit. Hey. Ich hab gewonnen, Sven, du bist raus. Hey, ich hab gewonnen. Wir haben dich beide gekickt. Wir haben dich beide gekickt, du Opfer. Achso. Du kannst dir weg. Ja, ganz ehrlich, ist doch egal, dass du mal so ja, geil schlafst. Okay, ich hab auf dem Boden, Alter. Okay. Man kann auch einfach tauschen dann immer die Nächte. Also, es sind ja mehrere Nächte. Achso, falsche Richtung? Nein, das ist einfach. Ist das eine Glasscheibe oder so? Nee! Nee, ich kannte Durchlauf. Magier, zack, kannst du dich durchzaubern. Kann man durchgucken? Vielleicht. Also niemals. Ach du Scheiße, ich schwöre bei Gott, ich gehe da nicht. Ach, oh mein Gott, im Badezimmer, what? Aber ich glaube, diese Scheibe ist, wie nennt man das? Geh mal raus, dann guckst du. Ich teste. Ich bleib hier einfach. Siehst du uns? Ja. Oh mein Gott. Kannst du mir beim Kacken zuschauen? Ich glaube schon. Warte kurz, ich geh mal kurz auf Toilette und wir gucken mal, ob ich dich beim Kacken sehen würde. Und wenn ich dich jetzt so angucken würde, dann würde ich dich auf der Toilette sehen. Also, das Beste an unserem Zimmer ist wahrscheinlich,
dass man ins Klo reinsehen kann. Die Zimmer bezogen geht es für die ersten Influencer in die Sauna. Wir sind professionelle Saunagänge und wir können sogar noch Judo meistern. Könnte ich aber gar nicht, so mit dieser Glasscheibe. Oh mein, nee, da wäre ich ja komplett raus. Das wäre also, da, was für 10.000? Pack nochmal 10.000 drauf, Digga. Fundamental sind bei uns Priorität. Also die brauchen wir, damit wir in Ruhe in die Sauna gehen können. Achtung, Zaubertrick. Was haltet ihr eigentlich von der Serie? Also findet ihr es unterhaltsam? Schaut euch das gerne an oder schaut euch das nur an, weil ich drauf reacte? Also ich finde, also würde mir das glaube ich jetzt auch nicht privat geben. Also ich habe doch nicht easy Content, kann eine Reaction machen, das ist ganz witzig. Aber weiß ich nicht, was haltet ihr davon? Also schreibt mir in die Kommentare, ob man das hier, wenn man sich das so gerne gibt so. Auch bodenlos einfach mit den Kameras hier in der Sauna. Also ich finde, der erste Eindruck ist bei Menschen unglaublich wichtig und der war bei ihm auf jeden Fall positiv. Er wird direkt von Anfang an richtig gut verstanden. Okay, also die haben jetzt hier gerade in der Sauna gechillt, entspannen sich ein bisschen und wären, glaube ich, Besties. Mhm. Er ist aber auch nicht unsympathisch, also ist wurde von Marv verzaubert, Digga, ja komm. Wir kommen nun aber auf jeden Fall schon mal zur allerersten Challenge, die hier die Kandidatinnen und Kandidaten machen müssen. Ein neuer Tag bei Influencer am See. Für die Influencer geht es zur ersten Challenge. Mhm. Und Korb fahren, okay. Alles sind es viele. Habe ich persönlich noch nie gemacht, ist aber bestimmt, macht bestimmt Spaß. Also mein Gedanke einfach, dass ich die Quads gesehen habe, das ist bestimmt irgendwie Team gegen Team so. Weil ich bin halt ein Mensch. Musst du die erste Klasse wiederholen, ey, das ist so bodenlos, was wir da hinschreiben. Ich merke mir so kleine Dinge und dann schaue ich so, was das so sein könnte und ich vermute immer so richtig gut. Ja. Liebe Influencer, es geht zur ersten Challenge. Das heißt für euch aber auch, bald wird es soweit sein, dass die erste Person uns wieder verlassen muss. Oh, okay, die werden raus. Ach, es gibt einen Gewinn. Stimmt, ich habe noch gar nicht den Sinn der Serie hinterfragt, aber ich glaube, das ist jetzt auch viel zu überflüssig. Ihr seid bei Influencer am See als Trio, also zu dritt angereist. Es wird so sein, ihr müsst euch vor jeder Challenge, bevor ihr überhaupt wisst, was die Challenge ist, entscheiden, wer von euch dreien antreten wird. Ah, okay. Wer wird es denn heute sein? Alright, dann wissen wir da schon mal Bescheid. Dann würde ich euch noch mal zurückbitten. Okay, ja. Bevor ihr erfahrt. Aber das ist doch. Das wussten die doch anscheinend schon wieder vorher. Weil sonst hätten die das jetzt nicht so schnell entschieden und hätten sich erstmal absprechen müssen. Also anscheinend ist ja okay. Wenn ihr werdet, was die Challenge überhaupt ist und es hier richtig actionreich zugeht, würde ich einmal Nenad von Zentral-Istrian Quad-Touren begrüßen. Er wird euch jetzt die Einweisung machen, wie das Ganze auch funktioniert. Vielen Dank. So, hello. Hallo Leute, heute machen wir die Quad-Challenge. Aber bevor es losgeht, machen wir mit den Fahrern eine kleine Probefahrt auf dem Gelände. Wie schnell können die Quads fahren? Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 80 Stundenkilometer. What? Alter! Ich, ja, schöner Blick hier auch übrigens von den beiden. Ich verstehe jetzt zumindest, warum die Folge heißt Unfall beim Quadfahren. Das erschließt sich mir ja schon selber. Ich habe richtig, richtig Angst gerade, ehrlich. Ich weine gleich. Oh, es geht darum, dass ich Angst habe, dass das Ding sich überschlägt. Nein, mach das nicht. Angst, und selbst wenn, du wirst nicht sterben. Selbst wenn, du wirst nicht sterben. Ey, Maxima, wirklich Beste. Ey, was? Du musst ein bisschen Selbstvertrauen haben. Also stell dir mal vor, du fährst Auto. Du kannst Auto fahren, oder? Nein! Oh Mann, ey. Ich bin in meinem Leben noch vorher noch nie Quad gefahren. Ich habe einfach gedacht, das ist mein. Hab ihren Führer meine Fahrt gewonnen, ja. Bei Nina habe ich mich am Anfang nicht wirklich sicher gefühlt, aber ich denke so, wenn ich da runterfallen sollte, dann falle ich da runter, aber mir wird ja nicht wirklich was passieren. Ey, stimmt, sie tragen ja Helme so, also. Ich hab Angst um mein Leben. Ich stehe drauf, fahren. Ich bin 3 Kilometer zurück wahrscheinlich, weil ich irgendwo im Busch stehe, Digga. Oh. Es ist bestimmt nicht leicht. Also, da sage ich ja gar nichts gegen. Vor allem den Weg da im. Oh, ist ja.
Hier gibt es ja zum Glück keinen Kreisverkehr. Wie liefen denn die ersten Proben? Also wir haben das so in der Probe geübt, richtig geübt. Und er hat mir gesagt, was ich besser machen kann bei der Challenge. Und dann habe ich das dann bei der Challenge besser gemacht. Also ich habe die Probe wirklich betrachtet als die Challenge, damit ich dann halt bei der Challenge wirklich Gas geben kann. Die kann zum Beispiel schon besser Auto fahren als sie. Dann dachte ich mir, es macht am meisten Sinn, sie sowas ranzuwerfen. Seni Welt das erste Mal ohne Filter. Ja, stark, stark, viel von der Regie gewählt. Starten wir in die Challenge. Immer so, zwei Gruppen treten gegeneinander an. Die Influencer müssen dem vorgegebenen Weg folgen und am Ende den Slalom meistern. Wer zuerst im Ziel ist, gewinnt. Mhm. Die schlechteste Gruppe erwartet eine ungemütliche Bestrafung. Okay. 3, 2, 1, los! Weiß noch nicht, für wen ich bin. Die oder das da hinten drauf? Ja, weiß nicht. Ist mir egal. Besserer soll gewinnen. Oh. Ja, Rot hier in Führung. Deutlich in Führung. Er hat gesagt, wenn ich mich irgendwie hinten lehne, dass er nicht schnell fahren kann. Und wenn ich mich zu ihm lehne und ihn festhalten kann, dann fährt er auch schnell. Also ich habe ihn wirklich so gehalten. Ich fand das irgendwie voll geil. Ja, ich weiß jetzt, für wen ich bin. Ich bin für die. So, Samantha soll auch mal ihr Erfolgserlebnis haben. Du weißt, irgendwie nicht in der Schule vielleicht so gut, nicht ihre Liebe gefunden, aber jetzt, hier geht sie ab. Sie soll das Ding gewinnen. Komm. Außer die bauen ist noch scheiße, aber sonst hat Rot gewonnen. Stark. Oh, jetzt, ja. Sag bitte meinem Dad, dass ich ihn liebe, ja. Ja, fühle ich. Ah, jetzt bin ich, glaube ich, für die. Weiß gar nicht, wer dagegen antritt. Ich heul gleich, ich habe so Angst, Bruder, ich weine. Oh, nicht, dass die jetzt den Unfall bauen. Oh mein Gott, ich muss die ganze Zeit an den Titel denken. Entweder war der Unfall schon. Oder er kommt jetzt. 3, 2, 1, los. Da habe ich einfach einen Knopf vergessen zu drücken. Dann haben die Ja, die sind aber auch erstmal komplett den falschen Weg gefahren. Ah, ging mal auf der Zauberer, okay. Obwohl sie nach hinten gerollt sind, trotzdem noch Vorsprung. Dann sind wir hinterher, sind wirklich auf Vollgas. Janko ist fast runtergeflogen. Oh mein Gott. Alter. Okay, Rot hier deutlich in Führung. Oh mein. Aber der. Ja. Oh, sieht gar nicht so schlecht aus. Oh, stark. Knappe Nummer, aber auch. Guck mal, die sind auch schon da. Ja. Bei der ersten Challenge direkt zu verkacken, das bin nicht ich, also. Ne. Na, sie war wirklich nicht schlecht. Ey, die war schon beim Parcours. Alle leben noch. Das ist stark. Jetzt müssen die Verlierergruppen gegeneinander antreten. Den Verlierer erwartet eine Bestrafung. Ah, okay. Jetzt, oh komm, wenigstens jetzt reißen. Hier Maxima und... Keine Ahnung, wie er anreißt. Boah, was macht ihr denn da? Da wäre ich ja schneller, wenn ich rennen würde. Oh, ist das hier, ey, wir haben nicht mal 11 Uhr. Ich bin hier schon wieder, Tag ist schon wieder, wow. Ey, reinstarten hier. Nimm mich mit, Digga, die sind gleich am Ziel. Komm schon, ich bin jetzt für die. Die müssen gewinnen, bitte. Maxima und Nicole oder so, wie sie hieß, glaube ich. Komm. Nein, also was macht... Nein! Ich bin in den Baum reingefahren. Ich habe keine Ahnung, wie das möglich ist, ehrlich gesagt. Aber, naja, na, ja gut. Ja, was Frauenfeindliches sage ich jetzt nicht. Das haben die doch... Hä? Was? Die haben... Nee, och Mann. Hä?
Hä, die waren so... Hä, das check ich nicht. Die waren doch... Guck mal, wenn wir hier mal auf die Karte gucken, dann waren die doch... Warte. Wo haben wir es? Die haben doch... Okay, das war jetzt vor dem Unfall. Aber... Warte. Hä, die war... Achso, die sind da schon. Ah... Hä? Die waren auch... Oh, what? Das war ja ultra... Mann. Ja, egal, die haben jetzt eine Bestrafung. Schauen wir rein. Klar, es ist jetzt nicht so cool, dass man zweimal halt verloren hat, aber im Endeffekt musste sowieso jemand verlieren. Dann haben halt knapp überlebt. Ja, egal, sei denen gegönnt. Nee, Canon und Sony ist besser. Und was für zwei Werbungen? Es wird immer mehr. Ich schwöre, dieser Stock, ne? Er war so, ich dachte, der schlitzt mir Augen. Also kein Spaß jetzt. Das war so richtig, dass Maxima da sogar ein bisschen Baumrinde in ihren Augen hatte. Da hatte ich schon krass Schuldgefühle tatsächlich. Zurück an der Influencer am Seevilla. Liebe Influencer, wir haben noch eine kleine Challenge vor. Also ja, auch der Titel Unfall beim Quad, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so geschrieben hätte. Also klar, Clickbait ist normal, man muss ja, man will ja, dass die Leute auf das Video draufklicken, aber im Titel geht es ja eigentlich darum, was in dem Video passiert. Und das ist so ein bisschen anteasert. Und Unfall beim Quad von hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr vorgestellt. Irgendwie, ich hätte irgendwie so, weiß ich nicht, was mit knappes Rennen oder knapp, keine Ahnung, aber... Da könnt ihr mit der Challenge einen Joker erwerben. Jetzt mit haben wir noch Joker könnt ihr euch Challenge selber safen. Das heißt, ihr würdet rausfliegen, könnt euren Joker einlösen und fliegt somit nicht raus. Ah, okay. Das heißt, vielleicht auch für die Person, wo es beispielsweise in der letzten Challenge sehr knapp war, eure Möglichkeit, euch eben zu safen und weiterhin bei Influencer am See am Start zu sein und vielleicht das Ganze ja auch zu gewinnen. Die Challenge wird folgendes sein. Ihr habt gleich 20 Minuten Zeit, um ein Instagram-Bild von euch zu machen. Nach den 20 Minuten treffen wir uns. Ihr reicht das Bild ein. Wir posten das auf der Instagram-Seite @influencer am See. Ihr könnt aber auch untereinander Werbung machen. Das heißt, wenn ihr jetzt merkt, heute ist es bei einer Person ziemlich knapp, könnt ihr beispielsweise auch in der Story das Bild von einer anderen Person promoten. Maxima, wirklich, wirklich sehr gut. Ich würde sagen, let's go, seid kreativ. Ja, aber was auch sonst für eine Challenge? Influencer sollen ein Bild posten, aber Safe Call, ich hätte da gewonnen. Ich finde es eine coole Aktion, dass wir uns einen Joker erarbeiten konnten. Ich wusste nur, dass es schwer ist, weil einige haben ja schon eine sehr große Reichweite und die können das Foto schön. Aber ja, stimmt. Also meine Idee ist, naja, obwohl, nee, die wird auf einer Seite gepostet. Gut aufgepasst, Tim. Ich bin noch nicht ganz zufrieden. Ich weiß. Ich hätte jetzt ein bisschen mehr erwartet als einen kurzen Snap. Also ich hätte die Kamera mitgenommen, ein bisschen Reflektor, ein bisschen Licht, mich an Meer gesetzt, wird dann einmal auf den Auslöser gedrückt und dann fertig. Aber das? Ja, egal, ist, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich es bearbeiten darf, ob ich das durchstreichen darf. Darfst du? Darf ich hier drin bearbeiten? Ja, mach ruhig. Okay. Kurz noch den Snapchat-Filter drauf. Gerade, ja. Ich denke, Maxima wird das Ding gewinnen. Nicht nur aus dem Grund, dass sie jetzt verloren hat und... aber das wissen auch die Leute nicht. Aber wahrscheinlich wird es trotzdem so sein, dass sie dann gewinnt, damit sie dann nicht rausfliegt. Weil ich glaube, sie ist sehr eine beliebte Person, glaube ich, die auch schon eine gewisse gute Reichweite mitbringt. Wasserexperimente. Wir wollen was mit Wasser machen, was richtig kreativ. Aber ich glaube, sie hat das Zeug auch ein gutes Bild eigentlich zum... Ah, okay. Angenommen, auch stark. Verboten ist halt das Wasser. Und ich war an der Kante und ich bin halt so gesprungen. Haben wir gesehen. Ich wollte das so, also ich wollte... Ja. So, keine Ahnung. Okay. Also so richtig cooles Bild, wo ich halt wirklich an der Luft schwebe so ein bisschen und fast ins Wasser reinkomme. Wie sieht denn das aus? Ist jetzt nicht sexy, aber muss ja auch nicht sein. Sieht super aus, ja. Das ist stark. So, mein Plan ist es, ein Foto zu machen mit der Villa im Hintergrund. So, ja, das geht gut, das geht gut. Das wäre so ich. Ja, stark. Ja, das Bild war gut. Das ist mein Foto. Ich habe jetzt noch 15 Minuten. Jetzt muss ich diesen scheiß Koffer untertragen. Und die Mädels waren sich natürlich erstmal fertig. Was auch sonst. Ey, das Ding geht noch. Oh mein Gott, es geht noch 5 Minuten. Ich nehme seit einer halben Stunde auf. Weißt du, die verbringen so mit, was hat 20 Minuten Zeit haben die, glaube ich. Die verbringen so 10 Minuten mit fertig machen, 10 Minuten Bild machen. Ich hätte so 10 Minuten Bild machen und den Rest irgendwie Bildbearbeitung. Aber ja, warum nicht? Nein, das ist nicht Bibi. Perücke? Nein, jetzt los. Ja, warte, oh mein Gott. War 20 Minuten für ein Bild hinzukriegen ist jetzt nicht schwer. Das ist keine knappe Zeit. Ich kann mich so stressen. Mimi, du siehst schon wie die aus. Du, Junge, du.
Also wir parodieren immer auf TikTok Juli, Bibi und Tanja und jetzt verkleiden wir uns für die und machen so ein Foto. Genau. Und auch ein TikTok. Wir sind jetzt auch unter Stress, also let's go! Also das Coole ist ja, ich sehe heute ein bisschen aus wie Jesus, deswegen laufe ich über Wasser auf dem Bild. Rutsch nicht aus! Oh, das ist auch stark. Also einige hier wirklich mit starken Ideen. Wirklich gut. Geil aus. Komm jetzt, Alter. Ich mach so Pros, bitte. Das ist ja nicht cool. Mann, was haben wir denn Palme? Die ganze Zeit? Wo ist eine Palme? Wie, hier ist eine Palme. Ihr seid Palme. Aber das ist langweilig. Was für langweilig? Wahrscheinlich wird so sein, dass entweder Maxima oder die andere das Ding gewinnen und dann doch keine Bestrafung haben und wir dann doch keine Bestrafung mehr sehen in dem Video. Ach Mann. Zeig. Okay, also. Guck dich mal an, die sind alle echt gut geworden. Wow. Oh, die können, die können auch gewinnen. Oh ja, ich denke, oh, das ist stark, glaube ich. Ja, das ist gut, das ist gut. Nein, das ist so schreckenhaft. Warum schreckenhaft? Warum wieder? Das ist voll schön, Zimella im Pool. Ich mache typisch Maxima, richtiges Maxima-Bild. Die Social Media Challenge sorgt für viel. Guck mal, da kann man so geile Bilder machen. Ich werde sowieso die ganze Zeit nur am Bilder machen. Langsam merkt man so die wahren Gesichter, muss ich sagen. Maximas Bild, das hatte 4000 Likes. Ohne Witz, wirklich. Der kam auf jeden Fall. Boah, Alter, 4000 Likes, ne? Und das, ja. Aber 10 also, Mal. Das 10 Mal, 10 Mal. Wir der ja aktualisiert auch so ganze Zeit, ne? Und dann gehe ich so drauf, ich so, ey, Tim, du Ekliger, likest da nur dein Bild, ne? Like mal von allen durch. So, ich weiß nicht, als ob er so. Ist halt eine Challenge, klar, like mal, ist aber scheiße mal auf den einen Like. Also ich glaube, das ist richtig, so, dass Maxima so viele Likes hatte und, das hat und immer ganz am aktualisieren, egal wo er war. Dann haben wir es ihm auch so ins Gesicht gesagt. Der hat das nicht verdaut. Hast du Wein? Nein, ich hätte sich auch nicht gepackt. Es geht, wenn er mit Leuten redet, glaube ich, immer nur um Videos. Er will halt nur produzieren. Ich hatte schon vor Influencern. Der Beef beginnt hier. Gedreht, richtig viele Bibi-Videos. Und dann jetzt sind wir angekommen gerade mal und dann kam er Handy raus. Handy, ey, die Babylache. Und er meinte so auch mal, ey Tim, chill mal, ne? Der drängt halt voll, diese Babylache zu machen und ich will das einfach gerade nicht. Wenn ich dann sage, mach bitte das für unser Video, das ist auch unser Content. Ja, damit will ich jetzt nichts zu tun haben. Er braucht halt so ein bisschen seine Aufmerksamkeit, was Social Media angeht. Er geht schon gerne rum und will unbedingt Content mit anderen. Gerade mit den Leuten, wo er merkt, hey, wenn ich mit denen ein Video poste, geht das richtig viral. Okay, also hier ist ein bisschen Spannung. Ich glaube, also viele sind halt noch, wenn man frisch in dem Bereich und gerade ist das ja immer mehr zunimmt, dass auch vermehrt junge Leute jetzt vor allem auch durch TikTok dann irgendwie größer werden, da ist man dann halt sehr, sehr hungrig und will halt noch viel mehr Content mitnehmen und noch größer werden, so. Wir werden uns, glaube ich, safe mit Tim, glaube ich, beefen. Wir würden durchdrehen, aber er wäre so schlau, er will sich nicht vor Kameras so. Tim kam eigentlich relativ sympathisch also, rüber. Nein, ASI-TV mitspielen. Und dann meinten wir so, hey, was meinst du? Ja, wie zum Beispiel RTL und so. Tim ist nicht ohne. Er hat schon seine Tricks. Er weiß genau, was er sagt. Also ich finde die Stimmung im Haus ist... Hier, weil das ist Tim und der war... Also, okay, aber in der nächsten Folge haben wir dann Boot fahren. Sie geht unter. Denkst du jetzt echt Bierwahn, oder? Nein, ich denke nicht. Er denkt, dass Bierwahn. Nein, ich schwöre. Ja, die schieben uns jetzt die ganze Schuld auf uns. Okay, wir haben in der nächsten Folge dann auch die erste Bestrafung des Horrorzelt. Das war's aber hier mit meine Nano-Leafs sind wieder aus. Scheißegal. Falls euch meine Reaction gefallen, lasst mir sehr gerne einen Daumen oben. Habt ihr Bock, dass ich auf weitere Folgen reagiere? Ich hab ultra Bock. Oh, die nächste geht 28 Minuten. Es wird immer länger. Egal. Gefallen euch so lange Videos? Einfach so ein bisschen mal Popcorn schnappen, ein bisschen zuhören, ein bisschen Unterhaltung genießen. Und jetzt, ich bin raus. Das Video geht schon viel zu lange. Tschüss.